Hallo Freunde, ich begrüße euch in dieser sternenklaren Nacht zu einem neuen Oblivion-Part, wo es noch immer mit den Daedra-Quests weitergeht. Und diesmal befinde ich mich am Schrein von Mephala, der sich gleich hier befindet. Also in der Nähe der Roxy-Herberge, ist eigentlich relativ einfach zu finden in meinen Augen. Und mal sehen, was diese Daedra-Fürstin für mich bereithält. Da muss ich jetzt mit dieser Dunkelelfe da vorne sprechen. Mit Dredena Hlavel. Ihr nähert euch dem Schrein von Mephala. Die Netzknüpferin beobachtet euch, Fremdling. Ach so, na dann, ich bin hier wegen dem Schrein von Mephala. Mephala lässt die Sterblichen an ihren Fäden tanzen, wie es ihr gefällt. Seid ihr sicher, dass ihr eine Audienz bei der Netzknüpferin begehrt? Ich wünsche eine Audienz. Wenn ihr zwischen Mitternacht und Morgendämmerung etwas Nachtschatten für Mephala am Schrein zurücklasst, gewährt euch die große Netzknüpferin vielleicht eine Audienz. So, Quest angefügt Mephala. Auf Wiedersehen. Gut, das mit diesen Nachtschatten ist ein bisschen verwirrend, weil es nichts im Spiel gibt, was direkt so heißt. Damit ist aber einfach eine gewöhnliche Tollkirsche gemeint, die man hier hergeben muss. Und da habe ich ja, glaube ich, auch genug im Inventar. Mal kurz gucken. So. Hier, ich habe 9 Tollkirschen. Also so eine Tollkirsche muss man hier als Opfergabe darbringen. Dann bekommt man quasi die Quest von Mephala. Also werde ich das jetzt auch mal machen. Und von der Uhrzeit her passt das auch. Es ist gerade 1:30 in der Nacht. Also muss man sich halt hier an die Opferungszeiten halten. So. Möchtet ihr mal Tafel von Mephala eine Tollkirsche opfern? Ja. Nennt mich Netzknüpferin. Zieht an nur einem Faden und das ganze Gespinst löst sich auf. In Weg des Kadlen lebt eine Nordfamilie mit einer Dunmer-Familie harmonisch zusammen. Unter der Oberfläche aber lauert die geheime Saat der Zwietracht. Tötet die Oberhäupter der beiden Familien, hinterlasst Spuren, die zur jeweils anderen Familie führen. Und lasst euch nicht erwischen. Seid listig. Verderbt mir nicht meinen Plan. Und sterbt nicht, das würde alles verderben. Quest aktualisiert. Mephala erzählte mir von der Siedlung Bleichersweg. Sie möchte, dass ich die Oberhäupter der beiden Familien töte und Beweisstücke dafür hinterlasse, dass die Morde von der jeweils anderen Familie begangen wurden. Ich darf unter keinen Umständen bei den Verbrechen entdeckt werden. Ja, also hier müssen wir wirklich darauf achten, dass uns niemand bemerkt, während wir hier für Mephala das erledigen. Also das ist schon eine etwas anspruchsvollere Quest, weil wir wirklich darauf achten müssen, dass wir nicht entdeckt werden. So, Bleichersweg ist hier drüben. Einfach mal hinreisen. So, gut, von der Uhrzeit ist das jetzt natürlich nicht so toll. Da werde ich, glaube ich, erstmal warten, dass es ja, so 8 Uhr morgens ist oder irgendwie so. Und dann werde ich mich mal mit den Bewohnern hier unterhalten. So, 8 Uhr morgens. Und es ist niemand hier. Ah, doch, hier ist jemand. Heil euch, Reisender. Seid in Bleichersweg willkommen. So, wen haben wir denn hier? Nivan Dalvilu. Kennst du Gerüchte? Die Wegschreine der Neuen in der Wildnis bringen Segen über die Rechtschaffenen und Gläubigen. Naja, und was kannst du mir über Bleichersweg erzählen? Die Familien Dalvilus und Ulfgar leben hier seit Generationen friedlich miteinander. Als Anführer arbeiten Roll, Ulfgar und ich hart, um diese Tradition zu bewahren. Aha, das heißt, der ist schon mal das Oberhaupt der Dalvilu-Familie und das heißt, du kennst Roll Ulfgar? Roll Ulfgar führt den Clan der Ulfgars. Er ist ein gewaltiger Krieger und ein weiser Anführer. Alle Dalvilu respektieren diesen Mann. Na gut, danke erstmal. Auch ihr. So, sagt mir... Aha, sieht mal. Der eine Questfeld zeigt auf ihn und da drüben ist jetzt noch jemand anderes. Hier hinten? Oder? Moment mal, wo? Nein, hier vorne.
Ach so, der ist jetzt gerade hier so rundherum. Der Typ da. Und Dieben auf der Flucht. Willkommen in Bleichersweg, Fremdling. Was kann ich für euch tun? Na bitte, das ist ja dieser Roll-Ulfgar. So, kennst du Gerüchte? Steinpilze wachsen in Höhlen. Man sagt, sie kennzeichnen Stellen, an denen jemand gestorben ist. Na, das wusste ich nicht. So, du bist also Roll-Ulfgar. Ich bin Roll-Ulfgar. Ist nicht wahr. Und du kennst doch bestimmt Nivan Dalvilu. Er ist das Oberhaupt der Familie der Dalvilus. Er ist ein weiser Mann und ein mächtiger Magier. Mhm. Na gut, leb wohl. Leb wohl. So, das zeigt aber immer noch auf diese beiden. Gut, hier steht nur, ich habe erfahren, dass Nivan Dalvilu der Kopf der Dalvilu-Familie ist und Roll Ulfgar der Anführer des Ulfgar-Clans. Aber das Tagebuch zeigt mit den Questfällen immer noch auf diese beiden Leute da, auf die beiden Anführer. Das war hier gar nicht mal so einfach, hier jetzt irgendwas zu deichseln, sage ich jetzt mal. Naja, ich könnte, ich glaube, ich muss sogar mit anderen Dorfbewohnern hier erstmal sprechen, um noch mehr zu erfahren. Hier hat man zum Beispiel Arvin Dalvilus Haus, das ist jetzt irgendjemand anderes. Oder? Ja, seht mal, hier ist auch ein Bewohner. Heil euch, Reisender. Seid in Bleichersweg willkommen. Gut, man kann also sagen, die Dalvilus sind eine dunkle Elfenfamilie und die Ulfgars eben eine Nordfamilie. So, ich kann ihn wenigstens über Nivan Dalvilu ausfragen. Er ist das Oberhaupt unserer Familie. Er ist ein mächtiger Magier, doch sein eigentliches Talent ist das Schließen von Kompromissen. Er ist ein sehr, sehr weiser Anführer. Aha, gut. Seht euch vor. Der hat mir jetzt nicht wirklich was sagen können. Aber ich werde schon noch gucken, ob es hier nicht noch jemanden gibt. Roll Ulfgars aus, ne, das bringt mir ja nichts. Maljani Dalvilus Haus, okay. Heil euch, Reisender. Seid im Bleichersweg willkommen. So, die kann man gar nichts sagen, oder muss ich die alle mal überreden? Ich bin ganz Ohr. Nee, die hat doch eine Stimmung von 60. Nee, komm, das glaube ich wird mir nichts bringen. Schönen Tag. Ich glaube, hier gab es doch irgendwo eine Herberge auch, oder? Bilde ich mir ein. Eine kleine Herberge. Ich glaube, das Haus hier, oder? Genau, Herberge in Bleichersweg. Ich glaube, hier werde ich mehr erfahren. Bilde ich mir ein. Weil ihr wisst, dass solche Wirten und so, die wissen meistens etwas mehr als die anderen. Ah, hier haben wir doch schon mal jemanden. Es ist... Wie wär's, wenn ihr ein paar Tränke Kirsten. Braucht? Ihr seht mir recht nach einem Alchemisten aus. Ja, ist schon gut. Willkommen in Bleichersweg, Fremdling. Was kann ich für euch tun? So, bitte könnt ihr auch was kaufen. So, erzähl mir doch mal ein bisschen was über Roll Ulfgar. Er führt den Clan der Ulfgars. Er ist nicht leicht zu verärgern, aber schrecklich mit der Axt. Der Clan ehrt ihn für seine Führerschaft und Klugheit. Mhm. Gut. Weiß ich jetzt aber auch nicht wirklich mehr, ha? Schönen Tag. Okay. Oh, da bist du ja wieder. Willkommen in Bleichersweg. Gut, du kannst mir aber auch nichts mehr sagen. Leb wohl. Wie gesagt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er stirbt und halt der andere Typ auch. Also er... Ohne dass die Dorfbewohner jetzt aber was mitbekommen. Und es soll ja eben so aussehen, als hätte die jeweils andere Familie das getan. Und die, ich sage jetzt mal, Beweisstücke finde ich aber, glaube ich, eh in den jeweiligen Häusern von den Anführern. Das heißt quasi in Nivan Dalvilus Haus. Ich glaube, da muss man eh einfach mal reingehen, wenn er nicht zu Hause ist. So, und hier muss ich jetzt irgendwas finden. Ah, seht mal, hier auf dem Tisch. Ein Dalvilu-Dolch. Ich glaube, den muss ich mitnehmen. Ja, ich habe einen Dalvilu-Zeremoniendolch gefunden. Dies könnte mir helfen, wenn ich ihn als Beweisstück am Tatort hinterlasse. Genau. Genau das habe ich gebraucht. Und da er jetzt gerade nicht zu Hause war, hat er den Diebstahl auch nicht bemerkt. So, und jetzt gehe ich aber noch in... Das Haus von Roll Ulfgar, ich glaube, das war das hier hinten, oder? Nee, nicht das. Welches war denn das jetzt nochmal?
Hier, das hier. Ein hübsches Häuschen. So. Und hier muss ich jetzt auch irgendetwas suchen. Ich glaube, hier war das ein Ring, aber wo war der? War der hier auf dem Tisch? Ne, hier ist nur Gold. Die Schubladen vielleicht? Nee, im Schrank wird doch kein Ring sein. Nee. Hier ist nur ein bisschen was zum Anziehen. Na, hier ist nichts. Na, vielleicht oben. Hier oben vielleicht. Ah, hier. Seht mal. Ist fast nicht zu erkennen. Der Ring der Ulfgar-Familie, den brauche ich. So, ich habe einen den Familienring der Ulfgar gefunden. Dies könnte mir helfen, wenn ich ihn als Beweisstück am Tatort hinterlasse. So, jetzt habe ich ein wichtiges Objekt aus der Ulfgar-Familie und eins der anderen Familie da, dieser Delvanu. Und jetzt muss ich noch warten, dass die beiden Anführer quasi wieder schlafen gehen und es ruhig ist im Bleichersweg und dann werde ich wie ein gefährlicher, hinterlistiger Assassine zuschlagen. Ich meine, ich bin ja schon bei der Dunklen Bruderschaft gewesen, daher weiß ich, wie das funktioniert und worauf man achten muss. Ich glaube, jetzt muss ich einfach nur... Ja. Ich muss doch, glaube ich, einfach nur warten. Na gut, dann werde ich jetzt mal warten. So, es ist jetzt 10 Uhr. Ich glaube, ich warte genau mal 12 Stunden. Dann ist es nämlich nach 10 Uhr nachts. Da müssen die garantiert schon schlafen gehen. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie sicher schon in ihren Häusern sind. Und dann wird etwas Fürchterliches geschehen. So. Gut. Es ist niemand hier. Und ich habe mir gedacht, weil das irgendwie so gut passt, werde ich mich ausnahmsweise mal umziehen und werde, weil es einfach gut passt, mal wieder seit langem das Gewand der schwarzen Hand anziehen. Weil dann sehe ich auch wirklich aus wie so ein... Ne, ihr wisst schon, wie so ein Mörder, aber da passt der Schild ja nicht wirklich dazu, der Zauberbrecher. Gut, den Dalvilo-Dolch, das brauche ich ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich das jetzt verbessere. Ist eigentlich auch egal. Also ich kann den mit jeder x-beliebigen Waffe töten. So. Gut. Ich glaube, ich fange... Bei wem fange ich denn an? Wenn ich schon mal hier bin, dann... Ja, ich muss jetzt hier natürlich einbrechen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich komme hier schon rein. Ich muss nur darauf achten, dass mich niemand bemerkt. Oh je, der ist ja noch auf. Na egal, er ist ja... Ihr dürftet gar nicht hier sein. So, Roll Ulfgar, du wirst jetzt sterben. Ob du willst oder nicht. Also sag tschüss. Und tot. So, ich habe Roll Ulfgar getötet. Ich sollte etwas an der Leiche hinterlassen, um die Dalvilus mit hineinzuziehen. Ganz genau. Man muss jetzt nämlich... Okay, man hat hier auch noch Roll Ulfgars Schlüssel. Das Gewand lasse ich mal bei ihm. Es ist eh etwas komisch, wie man das jetzt wirklich bewerkstelligt. Man muss jetzt aus dem eigenen Inventar den Dalvilo-Dolch in sein Inventar reinlegen. Das heißt, eben auf mein Inventar gehen und den Dolch anklicken. So, ich habe den Dalvilo-Dolch an der Leiche Rolf Ulfgars hinterlassen. So. Und jetzt werden alle denken, das war jemand von den Dalvilo. Andererseits haben wir hier aber noch jemand anderen, nicht wahr? Ich glaube, jetzt muss ich dasselbe auch noch beim Dingsbums tun, beim anderen Typen. So. Nivan Dalvilos Haus, genau. So, und du bist jetzt der Nächste, der gleich stirbt. Hallo. So, und stirb. So. Ich habe Nivan Dalvilo getötet. Ich sollte das an der Leiche hinterlassen, um den Ulfgar-Clan mit hineinzuziehen. So. Bei ihm genau dasselbe. In diesem Fall nimmt man natürlich den Ring der Ulfgar-Familie und legt ihn in seine Taschen. So, wo ist denn der jetzt hier? Hier, Ring der Ulfgar-Familie. Zack.
Ich habe den Familienring der Ulfgar an der Leiche Nivan Dalvilus hinterlassen. So, ich habe Beweisstücke auf beiden Leichen der Familienoberhäupter hinterlassen. Jetzt muss ich jemandem erzählen, dass ich Zeuge war, als sie sich gegenseitig angriffen. Ganz genau, jetzt muss ich natürlich noch irgendwem Bescheid sagen. Ich glaube, da warte ich aber sogar, bis es wieder morgen ist, weil da macht das irgendwie mehr Spaß. So, ja, 9 Stunden warten. Und das war's eigentlich auch schon mit dieser relativ hinterhältigen und hinterlistigen Quest für Mephala. So, ach du meine Güte, was für ein Sauwetter. So, ich werde mich mal wieder umziehen. So. Und noch das hier. Und den hier. So. Gut, ich glaube, wem soll ich Bescheid sagen? Am besten der Wirtin. Die glaubt doch sowieso alles und die weiß doch sicher auch alles. So, hier, nur Kirsten. Zu? Das sind schlechte Zeiten für Bleichersweg. Was wünscht ihr? So, tja, ich sag jetzt mal, dass Roll Ulfgar tot ist. Roll Ulfgar wurde ermordet. Und die Dalvilu haben die Untat begangen. Sie werden für ihren Verrat büßen, diese hinterhältigen Dunmer. Ganz genau, ne? Quest wurde wieder aktualisiert und jetzt nochmal Nivan Dalvilu. Dalvilu wurde ermordet. Und wir wurden beschuldigt, die Tat begangen zu haben. Hinterhältige Elfen. Dass sie uns so entehren. Tja. Auf Wiedersehen. Und jetzt geht's los. Weil die ist jetzt so derbe sauer, dass das mit Roll Ulfgar passiert ist, dass sie jetzt natürlich loszieht und die anderen Dalvilu umbringt. Einfach als Rache. Seht mal, hier. Jetzt gibt's ein richtiges Gemetzel, aber ich mach das lieber mit klarem Wetter, weil sonst sieht das doof aus. So. Und jetzt fallt um und verblutet. Ich misch mich hier nicht ein. Ich werde hier einfach aus sicherer Entfernung zusehen, wie die sich gegenseitig abmetzeln. Das ist echt eine kranke Quest, oder? Also was wir hier tun mussten. Aber naja, so ist das halt. Alter, da ist schon einer tot. Geht das auch ein bisschen schneller? Ich muss nämlich, glaube ich, warten, bis alle tot sind, also bis sie sich wirklich gegenseitig umgebracht haben. Zack, die nächste ist tot. Nee, nicht ganz. Noch nicht. So, war das jetzt alles? Ich glaube, das war's doch jetzt, oder? Muss ich jetzt nochmal jemanden anquatschen? Die Ulfgar sind alle tot. Welche Raserei trieb sie dazu, uns dergestalt anzugreifen? Tja, gute Frage. Die Ulfgar sind alle tot. Tja, die Dunkelelfen waren nämlich den Nords überlegen. Sind alle tot, ja. Ulrika Ulfgar ist tot. Und Reda Stalvilu ist auch tot. Und Kisten halt auch. Kann ich mir das von denen mitnehmen? Tja, weiß gar nicht, muss ich jetzt noch irgendwas machen, oder... Ne, da steht, jetzt muss ich zum Schrein von meinem Vater zurückkehren. Okay, ja dann, die Markierung zeigt dorthin, ich bin hier fertig. So, Alter, dieses Mistwetter geht mir echt auf den Zeiger, so ist es besser. Gut gemacht, kleiner Netzknüpfer. Gibt es etwas Schöneres als Freunde, die sich bekriegen? Erfreut euch an dem Streit, den ihr verursacht habt, Sterblicher. So, Ebenerzklinge hinzugefügt und Quest beendet. Mephala war zufrieden mit dem von mir angestifteten Hader. Sie belohnte mich mit der Ebenerzklinge. Ja, das ist ein ganz besonderes Schwert.
was man auch nur hier bekommen kann. Das werde ich gleich mal verbessern. So. Wo haben wir es denn? Hier die Ebenerzklinge. Ist ein verzaubertes Schwert. Klinge einhändig. Stille für 10 Sekunden auf Treffer und Lebensenergie absorbieren 8 Punkte auf Treffer. Und sieht so aus. Also mehr oder weniger wie ein Katana. Ja, hier. Ja, sieht gar nicht mal so übel aus. Ist aber nicht das beste Schwert. Ja, gut, ich muss ja dazu sagen, dieses Golden Island Schwert ist ja ein Mod von mir. Deswegen ist das auch so extrem stark. Es gibt aber noch weitere Schwerter, die man bei anderen Daedra-Quests als Belohnung bekommen kann. Es gibt nämlich noch 2 weitere. Und die will ich natürlich genauso bekommen. Aber vorerst bleibe ich natürlich bei meinem goldenen Island-Schwert. Okay, ich habe jetzt wieder mal nachgesehen. Also es sind jetzt schon 20 Minuten vergangen. Da werde ich wohl in diesem Part nur eine weitere Daedra-Quest noch machen können. Also in dem Part sind es halt nur 2 statt 3, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich habe mir gedacht, das nächstes, und vor allem weil der Schrein gleich hier in der Nähe ist, nehme ich die Daedra-Quest von Namira in Angriff. Hier ist Namiras Schrein, gleich ein winziges Stückchen östlich von Brumar. Und ja, hier müssen wir auch ziemlich seltsame Dinge tun, damit wir die Quest überhaupt mal bekommen. So, hier oben... etwas in den Bergen ist der Schrein von Namira. Namira ist übrigens schwer zu identifizieren bezüglich des Geschlechts, weil ich da mal gelesen habe, dass Namira beides sein kann, sowohl männlich als auch weiblich. In dem Spiel hier direkt ist es jetzt eh etwas komisch, weil die Statue sieht ja eindeutig weiblich aus. Also wenn wir uns das hier mal ansehen, wir erkennen eindeutig Brüste da oben. Und trotzdem werden wir aber, wenn wir den Schrein aktivieren, eine männliche Stimme hören. Also es ist etwas eigenartig, aber egal. So, sprechen müssen wir mit ihr hier drüben. Mit Hjolfrodi oder Hjolfrodi die Plünderin, wie auch immer man den Namen ausspricht. Wer seid ihr? Warum stört ihr unsere Kultstätte? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr würdig seid, Namiras Schrein zu besuchen. Ja, die ist nicht gerade hübsch und darum geht es hier nämlich auch, also beim Schrein von Namira. Ein Ort von gesegneter Dunkelheit. Ein heiliger Ort, an dem wir Unwürdigen beten können. Weshalb seid ihr hier? Ich wünsche, Namira anzubeten. Wirklich? Ihr seid zu wohlgestalt, um an diesem Ort zu beten. Leute wie euch kenne ich. Und euer Gerede kommt wieder, wenn ihr hässlicher seid. So, Quest angefügt, Namira. Und das ist jetzt natürlich echt verwirrend, wenn man nicht weiß, was man hier machen muss. Seht euch vor. So, das Tagebuch sagt ja auch hier, ich habe von den Jüngern Namiras erfahren, dass sie den Daedra nur für jemand Widerlichen beschwören. Wenn ich ihre Hilfe will, werde ich mich so unansehnlich wie möglich machen müssen. Es ist jetzt die Frage, wie soll man seinen Helden denn hässlich machen? Wir kommen ja nicht nochmal in das Charakter-Erstellmenü hinein und so, und da würde es auch gar nicht wirklich funktionieren, nein. Wir müssen was anderes machen, das Ganze hängt... mit unserem Charisma zusammen. Das ist bei mir natürlich viel zu hoch. Das ist auf 82. Steht ja bestimmt, wie sehr euch die Leute mögen, was das Sammeln von Informationen erleichtert. Maßgeben für die Fertigkeit Mordgemeindet, Handelsgeschick und Illusion. Und wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, unser Charisma wirklich drastisch zu reduzieren. Ich weiß jetzt nicht, welchen Wert das maximal haben darf, dass wir hier wirklich die Quest machen können. Aber... ich habe mir schon etwas besorgt, was genau das bewirkt. Und zwar mehrere Flaschen billiger Wein. Weil seht mal, was da die Effekte sind. Abgesehen von Ausdauer, Wiederherstellung 10 Punkte, entzieht es 5 Punkte Geschicklichkeit und Intelligenz für 120 Sekunden und 10 Punkte Charisma. Das ist eigentlich auch das einzige Gesöff, was es im Spiel gibt, was wirklich Charisma entzieht und vor allem noch so stark. Selber kann man das nicht wirklich brauen, weil das würde dann, glaube ich, vom Spiel als Gift eingeordnet werden und Gifte können wir selber nicht trinken, wir können nur Waffen mit vergiften, das würde uns also nichts bringen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich, auch wenn es ein bisschen verantwortungslos sein sollte, wir müssen uns tatsächlich besoffen machen, wir müssen uns jetzt hier wirklich besaufen,
Also pro Flasche, die wir trinken, sinkt unser Charisma um 10 Punkte. Ich demonstriere das mal kurz. So. Euer Charisma wird entzogen. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken. Ja, hier Charisma. 82 minus 10, 72 ist aber immer noch zu hoch. Das heißt, wir leeren noch ein paar weitere Flaschen. Ich mache das jetzt mal so lange, bis hier steht, ich darf nichts mehr trinken. So. 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 Ja, ihr könnt im Moment keine weiteren Tränke zu euch nehmen. Jetzt ist mein Charisma schon um 40 Punkte gesunken, aber ich glaube 42 ist immer noch zu hoch. Werde ich erstmal ein bisschen warten müssen. Etwas macht wieder. Blanche Mastien, kenne ich nicht. So, erstmal ein bisschen warten, bis ich wieder was trinken kann. Es muss wirklich ziemlich niedrig sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das unter 30 oder gar unter 20 Punkte sein muss, das Charisma. Ich kipp mir jetzt noch einen hinter die Binde. So. So, so, so. So, jetzt ist mein Charisma auf 2 Punkte gesunken. Also jetzt muss ich schon aussehen wie ein Southbolt. Und das müsste eigentlich auch reichen. Ah, das ist viel besser. Jetzt seid ihr abstoßend. Zumindest ziemlich. Andere werden euch widerlich und abscheulich finden. Namira könnte zufrieden sein. Tretet an den Schrein. Ja, ist okay, ja, ist okay. Ihr steht auf geweihter Erde. Ich geh jetzt mal hier zum Schrein, wenn ich hier überhaupt stehen kann, hier so, ja. Ihr wagt es, an meinen Schrein zu treten, Kind des Lichtes? Ihr, der ihr auf dieser Ebene im Licht der warmen, grausamen Sonne wandelt, beweist mir, dass ihr meine Gunst verdient. Seit vielen Jahren leben meine Vergessenen unbehelligt in Angar. Sie verehren mich von der Dunkelheit aus, wo sie sich in Elend und Schmutz ahlen. Nun jedoch wollen einige Licht in ihr Dunkel bringen. Priester des Arkai sind in ihr Reich des Schmutzes eingedrungen. Ich will, dass ihr meinen Vergessenen helft, diese Priester des Lichtes zu töten. Belegt die Priester mit diesem Zauber. Erlaubt es meinen geliebten Vergessenen, die Eindringlinge zu töten. Sobald dies erledigt ist, werde ich euch für eure Mühen belohnen. Namiras Leichentuch, der Zauberspruchliste des Spiels hinzugefügt. Als sie beschworen war, erzählte Namira mir von den Vergessenen, einer Gruppe fanatischer Jünger, die in der Dunkelheit von Angar leben. Einige Priester von Arkai planen, Licht nach Angar zu bringen und die Vergessenen zu retten. Ich soll den Zauber, den Namira mir gab, gegen die Priester anwenden und die Vergessenen ihnen dann den Rest geben lassen. Ja, ich bin natürlich immer noch ein bisschen benebelt hier, aber das wird sich gleich ändern. Also Angar, das ist gleich hier unten. Wenn wir mal schnell hinreisen. Ich hoffe, wir fallen nicht hin oder so. So, keine Sorge, es ist schon wieder alles gut mit uns. Der Effekt hat jetzt aufgehört. Unser Charisma ist wieder normal. Wir sind nicht mehr länger betrunken. Das ist auch gut so. Ja, Angar ist eine relativ kleine Eiladenruine, sage ich jetzt mal. Und eben eine ganz besondere, die mit dieser Quest hier zu tun hat. So, trotzdem Feder und Angs Licht brauche ich da drin vielleicht eh nicht wirklich. So, ab nach Angar. Wie gesagt, hier ist es sehr wichtig, dass ich die Priester nicht selber umbringe, sondern dass das diese Jünger hier tun. Und dazu habe ich eben diesen Zauberspruch bekommen. Es gibt hier mehrere. Von denen, seht mal hier, insgesamt sind es 4 Priester von Arkai. Jeder dieser grünen Questpfeile ist einer von denen. Und auf die muss ich eben diesen Zauber sprechen. Warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Hier, Namiras Leichentuch. Namiras Leichentuch in 1 Fuß für 120 Sekunden auf Ziel. Okay, ist schon mal ausgerüstet. So, schauen wir mal, wo ist hier der erste Priester? Hier drüben, irgendwo unten. Was ist jetzt? Sind hier Gespenster? Okay, seht mal, das ist schon so ein Priester, aber was ist hier los? Diese Seelen, deren Irrungen sie aus dem Licht deiner Liebe führten. Das habe ich jetzt so nicht geplant. So, was haben wir hier drin? Eileidentruhe, bisschen Gold. Also das mit den Gespenstern hier unten ist ein bisschen dämlich. Die nerven eigentlich total. Wartet mal.
Ah, seht mal hier. Egal, komm. Zack. Akai, beschütze mich. So, wenn man jetzt diesen Zauber auf diese Priester gesprochen hat, dann kommen irgendwann von selber diese Jünger. Wo zum Teufel ist dieser ein Drecksgespenst? Ja, seht mal, da kommen sie schon. Der Vergessene. So. Und die metzeln jetzt einfach den Priester nieder. Namira! Akai! Das Licht! Beim Licht! Akai! Akai! Rette mich, oh Herr! Bei... Nein! So, der ist tot. Ey, das geht mir echt auf den Arsch! Es brennt, ja. Das ist eben wegen den Fackeln, aber hier ist kein gottverdammter Scheiß-Schalter, der das, der diese komischen Tore aufmacht. So, hier auch wieder. Und zack! So, tötet den nächsten Priester. Es brennt! Helft uns! Ja, den, irgendwie haben die Angst vor dem Licht, ne? Beschütze mich. So. Wird gleich der zweite Priester getötet. Namira! Hilf uns! Nein! Helft uns! Töten! Nein! Es schmerzt uns! Heimlich. Wie gesagt, ich darf mich nicht einmischen. Das müssen die machen. Das Licht! Es brennt! Helft uns! Rette mich! Und tot. Das Licht! So. Hat der eigentlich irgendwas dabei? Fackel, also eine Streitkolben und solche Sachen, das brauche ich nicht unbedingt. So, wo ist denn der nächste? Der ist gleich hier hinten. Hier, ein Argonia. Zack! Muss entrichtet werden. Nein. Arkai. Arkai. Töte mich. Das Licht schmerzt uns. Das Licht schmerzt uns. Ganz schön brutal, oder? Schmerz. So, der ist auch tot. Einer fehlt noch. So, ich weiß gar nicht, was hier an der Wand steht, aber ist auch egal. Ja, die haben echt Angst vor den Fackeln, seht ihr? Okay, so, und irgendwo da hinten ist jetzt noch der letzte Priester. Was ist mal hier, ein Sarg? Aha, 85 Gott, Fischerwartstiefel, geh doch jetzt nicht fischen, hallo? So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Hier unten, glaube ich, ist der letzte Priester. Hier hinten, da. Der Lichter, das Licht. Befreie diesen Ort. So, und zack. Nein, Gott. Nein. So, tötet ihn. Nein. Das ist der letzte. Mich, oh Arkai, beschütze mich. Beim Licht, beim Licht. Arkai, beim Licht. Das Licht. Arkai, Schmerz. Brennen. Und tot. So, das war's. Oder? Es brennt! So, alle Priester von Arkai sind tot. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. Das Licht! Gut, das war's, wie gesagt, doch schon. Es ist halt eben wichtig, dass man das, dass man halt darauf achtet, dass man sich hier selber nicht einmischt. Das Einzige, was mir auf den Sack geht, ist eben dieser Scheiß, dass hier irgendwo Gespenster versteckt sind hinter irgendwelchen Türen, aber das ist mir jetzt auch egal. Ah, hier. Schieb den Block. Hier hinten ist so ein Drecksgespenst. Was ist mit dir? Probleme? Ich geb dir gleich. Ja, kann ich gleich mal die Ebenerzklinge verwenden? Das müsste doch funktionieren, oder? Ja, hier. Und tot. So, kommt davon. Ah, was haben wir denn hier noch? Hier sind noch Eileiten-Reliquien-Schrein. Mach auf. Aufmachen. Aha, besänftigende Berührung. 4 Goldmünzen. Wow, toll. Und hier drüben? Auch wieder verschlossen. Ah, Sicherheitsfertigkeit verbessert. Das ist immer gut. Oh, eine Kriegsachse der Verschleierung. 749 Gold. Ein Ebenerz-Brusthandsch, Ebenerz-Markt, ein großer Seelenstein. Fette Beute. Ah, hier ist jetzt... Ah, hier ist noch sein Drecksgespenst. Hier. Und tot. So, das nur auf Licht. Die... Wow, auf die Priester aufpassen. Das Licht. So, hier jetzt einfach nur rausspazieren und das war's auch mit der Quest von Namira. Eigentlich auch relativ einfach in meinen Augen, wenn man nichts falsch macht. So. Gut. Na, halt. Falscher Schrein. Hier ist Namiras Schrein. Okay, dann hole ich mir mal natürlich meine Belohnung ab. Ihr habt meinen Jüngern die makellose Dunkelheit zurückgegeben. Die Vergessenen können wieder in ihrem Elend schwelgen. Nehmt meinen Ring.
Möge er jene quälen, die euch Qualen zufügen wollen. Ihr habt Namiras Segen. Ring von Namira hinzugefügt und Quest beendet. Namira wusste meine Anstrengungen zu schätzen. Ich wurde mit dem Ring von Namira belohnt. Also wieder ein magischer Ring. Wir haben ja schon einmal den Ring der Khajiit bekommen, aber jetzt haben wir eben den Ring von Namira. Und der bewirkt was? Ah, Schaden reflektieren 12% auf sich selbst und Zauberreflektion 10% auf sich selbst. Ja, das ist schon ein relativ guter Ring. Nicht schlecht. Okay, ja, wie gesagt, der Part ist jetzt etwas länger geworden, weil ja die vorherige Quest schon länger gedauert hat mit Mephala und so. Und das heißt, im nächsten Part geht's dann erst wieder weiter mit den übrigen Dedra-Quests. Jetzt fehlen ja eigentlich nicht mehr so viele. Ich habe ja sogar schon zwei am Laufen. Nämlich die von Vermina und die von Clavicus Vil. Und ich glaube, bevor ich aber die beiden mache, mache ich noch die von Boetia. Den gibt's nämlich auch noch. Der hat seinen Schrein, ich glaube, es war hier drüben. Hier ist Boetias Schrein, da drüben wäre dann Verminas Schrein. Clavicus Vilis Schrein ist hier drüben. Und bezüglich Hermeus Mora muss ich erstmal alle anderen Dedra-Quests gemacht haben, bevor ich seine machen kann. Das heißt, er kommt ganz zum Schluss dran. Ja, also ich würde mal sagen, im nächsten Part sehen wir uns am Schrein von Boetia wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!